Meditieren müssen wir auf jeden Fall machen, um hier überhaupt die ganzen anderen Sachen freizuschalten. Wie Brandbombe, Schlafpfeile, Verwesungsgift, Handelsvertreter. Meister. Oh, aufgespießt, Junge. Okay. Und das Inventar. Magi-Abzeichen. Die Magi sind die althergebrachten Beschützer Ägyptens und des Pharao. Sie sind eine Einheit von Elitekriegern, die während des Alten Reiches gegründet wurden. Und sie bestehen für Pflichtgefühl, Ehre und Kampfeslust. Das Horusauge wird von jenen als Abzeichen getragen, die mit dem Schutz des Volkes beauftragt sind. Als die treuesten Wachen des Pharao waren sie immer die ultimativen Beschützer der Götter und der Bevölkerung Ägyptens. Und wir sind ein solcher Magi. Was ist cool, oder? Ledertasche, der letzte Schrei für den Transport von Dingen. Was? Okay. Einmal Eisen. Ein seltenes Material, wenn du es dringend brauchst, dann setze deinen Adler ein, um es zu finden. Ziele. Der Geier. Der Widder. Der Ibis. Die meisten Männer, nach denen Bayek sucht, sind bisher namenlos, aber er entdeckte den Namen Meduamun. Meduamun wurde von den Ptolemäern als Orakel von Siwa installiert und steht dem Tempel des Amun vor. Sein wahres Interesse scheint aber dem Gewölbe unter dem Tempel zu gelten. Er tut den Dorfbewohnern Gewalt an, um mehr über das Gewölbe zu erfahren. Man sollte aber einen Edenapfel nicht nehmen, um Leute damit zu schlagen. Da ist er nicht. Der Reiher. Bayek durchquerte die riesige ägyptische Wüste und Rudyek in der berühmten Knickpyramide des Nufru in die Enge zu treiben. Rudyek war Bayeks erstes Opfer und sein Tod schien Anubis Fluch über die Natrominen zu bringen. Natronminen. Natronminen, okay. Und die Schlange. Die Schlange ist maskiert. Okay, die müssen wir jetzt noch herausfinden, Stück für Stück. Dazu kommen wir dann später. Ich habe so das Gefühl, als würde dann hier oben noch mehr kommen, oder? So Stück für Stück baut sich hier bestimmt so ein Gitter auf. Dann die Quests. Empfohlene Stufe 5, nee. Stufe 2. Nebenquest Stufe 2, Hauptquest Stufe 5. Okay. Bayek muss wilde Tiere jagen, um sich bessere Ausrüstung herstellen zu können. Übrigens, was ich total sympathisch fand, war, als Bayek meinte, nö, ich stell mir die selber her. Und dann dieses doofe Grinsen dabei. Mensch, nee. Okay. Machen wir. Auf die Jagd, ich brauche Leder. Übrigens, ich habe noch so leichtes Bildzuppeln drin, da kümmere ich mich drum. Das bekommen wir noch weg. Wenn du helfen willst, auf meinem Tisch sind einige Gesuche. Okay. Wasserratten. Banditen haben eine wichtige Quelle übernommen und erpressen die Bauern, die dringend Wasser benötigen. Machen wir. Familienzusammenführung. In der Amanai-Höhle. Ich kenne sie. Ich sehe mal nach. Ja, machen wir. Ein Mann namens Eremun wird zusammen mit anderen gefangen gehalten, weil er es gewagt hat zu protestieren. Mann, Grundgesetz, Grundrechte, Mensch. Eremun, er würde nicht aufgeben. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich momentan das Overlay und das Quests annehmen, die Animationen, die Partikel dabei total faszinieren. Das ist einfach so blink und so, das ist schon cool. Echt. Echt nicht schlecht, oder? Ach, guck mal hier die Katze. Das ist aber eklig, ne? Sowas mag ich ja gar nicht. Okay, Senu rufen. Achso, leicht einmal drücken. Wieder ganz viel Menschenleder. Nein, Spaß. Bewege das Fadenkreuz mit dem rechten Stick, um weiches Leder zu finden. Drücke A, um es zu verfolgen. Was? Wo soll ich denn hier in der Stadt? Da hinten. Ah, okay, ich verstehe. Hallo? Oh, guck mal hier.
Ihr habt doch irgendwo eine Zoom-Funktion. Okay, ich glaube, es war vorhin noch der Bogen. Als ich den noch nicht hatte. Ja, ganz billig. Ganz tolle Figuren. Ja, ja. Alles nur Replikate. Schon klar. Maschinen, Fabrik, Massenware hier. Boah, was ist denn hier passiert? Ich hab so das Gefühl, als würde da oben ein ganz gewisser böser Kerl leben, dem wir bald einen Besuch abstatten. Können wir hier auch hochklettern einfach so? Ja, natürlich. Das sieht schon bedrohlich aus irgendwie. Oh, Leute. Ich merke gerade, dass wir sehr viel Zeit mit diesem Spiel verbringen werden. Ist hier eine Aufgabe drin? Was ihr nicht hören will, muss fühlen. Okay, da ist auf jeden Fall irgendjemand drin. Ich hab's doch genau gehört. Tempel des Amun. Was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nichts. Ist es vielleicht das hier? Finde dein Ziel. Die Markierung zeigt den ungefähren Aufenthaltsort deines Ziels an. Erreiche dieses Gebiet mit Bayek oder Senu. Lasst mich wenigstens mit meiner Frau sprechen. Richtig? Finde dein Ziel. Die gelbe Linie zeigt die Richtung zu deinem Ziel an. Wenn sie zu einem Kreis wird, hilft sie dir, dein Ziel zu finden. Na gut, das ist auf der anderen Seite. Aber was ist denn hier drin? Scheibenkleister. Okay, eine kleine Pause. Ich glaube, ich sollte hier noch nicht sein, oder? Finde und rette Teremun und die anderen Bauern. Die Bauern werden hinter dem Tempel gefangen gehalten, also nicht hier. Was ist denn das hier? Guck mal hier. Sind das etwa Edensplitter hier? Oh Gott, oh Gott. Kommen wir hier nach oben. Wisst ihr was? Ich glaube, wir machen lieber einen Knick darum, oder? Denk mal, wir sollten erstmal jagen gehen und dann erstmal die Ausrüstung verbessern. Entschuldigung. Dahinter. Okay. Hier sieht es schon ein bisschen friedlicher aus. Bin eigentlich auch. Tatsächlich. Super. Hallo. Können wir auch. Jo. Alles klar, ich glaube, wir sind jetzt ein Profi-Jäger. Boah. Irgendwie gemein, oder? Okay, einmal absitzen. So. Und einmal plündern. Dreimal weiches Leder und einmal wahrscheinlich ein Horn oder so. Wir müssten mal ganz kurz die entsprechende Quest markieren. So.
einen Brustschutz herstellen. Fünfmal weiches Leder, okay. Ist jetzt auch wieder alles Ansichtssache. Ich find's total lustig, dass uns einfach die Tiere als Leder angezeigt werden. Ah ja. Nee, aus. Nicht machen. Nee, nicht machen. Okay. Kann man irgendwie galoppieren? Das frage ich mich die ganze Zeit. Oh. Lauf weg. Wow. Okay, Kopftreffer sind effizient. Das wird reichen. Und Pfeile. Knet, Göttin der Jagd. Geh zum Bereich Herstellung auf der Ausrüstungsseite, um deinen Brustschutz aufzurüsten. Hier unten. Oh. Okay. Das geht aber ganz schön häufig, oder? Guck mal. Das wird perfekt passen. Gut, Aufrüsten abgeschlossen. Dann können wir jetzt perfekt nochmal... Das wäre, glaube ich, ein Schnellreisepunkt. Das ist riesig. Und Siva, der ganze Ort, nur diese kleine Ecke hier. Okay, da wäre sogar noch ein Fragezeichen direkt da vorne. 200 Meter, können wir gerne mal hingehen. Ah, eine Seilrutsche nach da oben. Oder eher gesagt, von oben nach unten. Pfeile. Okay, man muss absteigen. Das sind doch verschiedene Pfeile, oder? Habt ihr das gesehen? Ich denke mal, für den Anfang ist es nicht verkehrt, wenn wir alles mitnehmen, was wir kriegen können. Und den Pfeil noch eingesteckt. Ah, das fängt ja super an. Okay. Wir sind ein Profijäger. Weiches Leder und ich glaube Horn, oder? Was ist das zweite Symbol? Und... Jo. Okay. Reiten wir mal ganz kurz... Nicht den Weg lang. Hier zum Fragezeichen, da oben. Das scheint eine Art Tempel zu sein, oder? Ein Sturm kommt auf. Sturm? Da hinten? Sandsturm? Wäre, glaube ich, nicht so gut, oder? Weiches Leder und irgendeinen besonderen Gegenstand, glaube ich. Das. Alma-Punkt. Schatzplünder, 0 von 1. Okay. Banditen. Wie kommen Sie an diesen... Oh Gott. Leute, will ich sagen, ne? Aber, nee. Wir machen gar keinen Schaden, habt ihr das gesehen? Lauf, lauf, lauf. Nee. Nee, gar nicht. Oh, wie schick.
Okay, wir machen das anders. Wir machen mal die Aufgabe mit dem Tempel und der Familienzusammenführung. Denn die war, glaube ich, auch für Stufe 2, oder? Genau hier, Familienzusammenführung. Und die sind irgendwo hier links hoch, wie es aussieht. Wie kommen Sie an diesen heiligen Ort? Eine schöne Wasserstraße. Das ist Bayek. Er wird uns retten. Psst. Wenn ihr so laut seid, nicht. Geh, schnell. Wo ist Theremun? Ah, bei Amun. Er erlag seinen Wunden. Seine Familie wird ihn anständig begraben wollen. Ich glaube, wir haben ein Problem. Okay, der läuft weg. Ich glaube, der holt Hilfe. Und genau der ist tot. Das ist natürlich doof, ne? Nein, da ist einer. Nein, 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 nein. Wow. Na? Ja, man muss halt wirklich ein bisschen davon wegkommen, dass Assassin's Creed ein Draufklopp. Oh oh. Ein reines Draufklopp-Spiel war. Das geht halt gar nicht mehr. Oh, okay, das war gerade die Waffenfähigkeit. Oh. Eine schwere Klingenwaffe, okay. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Ein Schild. Okay, seht mal, ich glaube, das Symbol heißt Alarm auslösen, oder? Wir sollten hier schnell verschwinden. Komm mit. 300. Ob wir wohl... Weit hier, Hilfe! Okay, das machen wir schön strategisch. Okay. Kann ich die bitte... Kann ich nicht nehmen? Okay. Okay, okay. Ich denke mal, es war die beste Lösung, oder? Kann ich auch mit dem ducken? Kann ich. Okay. Uns überrumpelt nichts, Bruder. Okay, die sehen gerade den Körper da liegen, das ist gut. Schnell, schnell, schnell. Kann ich den hier drauflegen? Geht das irgendwie? Aufladen. Cool. Bisschen grausam, aber cool.
Okay. Aber das ist ja Wahnsinn, oder? Seht euch mal die ganzen Fragezeichen oben an. Oh, was ist das denn hier? Cool. Okay, 123 Meter, das schaffen wir. Oh, die Ochsen. Oh. Okay. Oh. Was haben sie mit Theremons Hof gemacht? Die Frage ist eher, was haben sie nicht gemacht? Ich bringe traurige Kunde. Wo ist Issa? Sie liegt hier. Mit ihrem Sohn und ihrer Tochter. Die ganze Familie? Leider. Auch Theremun scheint den Preis für seinen Leichtsinn bezahlt zu haben. Ich habe ihn gewarnt, dass Aufsässigkeit nur Qual und Leid über ihn bringen würde. Was ist passiert? Sie haben die Soldaten kommen sehen und sich im Keller versteckt. Aber die Soldaten brannten das Haus nieder, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Tut mir leid. Leg die Leiche hier ab. So können sie gemeinsam in die Duat reisen. So viel Tod in der Oase. Wir können sie nicht mal anständig begraben. Schon grausam, oder? Die Aufsässigkeit, die dich getötet hat, Zenny. Es war Ptolemäus' krankes Regime. Er ist ein schlechter Pharao. Starke Worte. Boah, so viele Tote. Oh. Och nee, ne? Mögest du Frieden finden, Theremo. Er wird mehr finden, als er hier hatte. Boah, das ist aber übel. Fähigkeitspunkt, Schaden und Gesundheit verbessert. War übel. Ausrüstung. Wir haben ein neues Schild gefunden, genau. Und zwar, ja, ihr seht das schon. Holzschild. Sieht das aus? Ja, Qualität 6. Dann nehme ich doch lieber unser Magi-Schild. Qualität 15. Wäre natürlich schon ein ordentlicher Boost, ne? Ist aber ein bisschen doof. Fähigkeiten. Wir haben einen neuen Fähigkeitspunkt. Luftangriff. Ah, schwerer Angriff aufladen. Pfeilsammler. Pfeile aus dem Schild rausziehen. Attentats-EP. Gegner mit Attentat töten, das können wir noch gar nicht, oder? Ich glaube nicht. Parieren. Was machen, Leute? Parieren. Also entweder Luftangriff oder... Nee, mal parieren. Ich denke mal, das ist keine schlechte Idee. Boah, es gibt so viel. Bogenraserei. Nach einem heimlichen Kill? Bliblablo, bliblablo. Elite White Man. Was? White Man. Wenn du in der Luft mit dem Bogen zielst, wird die Zeitlupe aktiviert. Oh, wie geil ist das denn? Meisterjäger. Erhöht den Schaden all deiner Bögen um 1%. Kann mehrmals erlangt werden, okay. Der Krieger. Okay. Parieren. Okay, ich denke mal, das wird dann einer der zentralen Elemente unseres zukünftigen Kampfverhaltens. Dann haben wir da vorne auch schon die Markierung. Das ist aber ganz schön weit weg, ne? Geht aber. Das hier? Die Heilerin, eine Nebenquest. Oh Gott. Was denn? Ein Weber. Ptolemäus-Statue. Okay, die können wir wahrscheinlich einsammeln. Das Eisenschmieden. Okay, das sind ganz viele Nebenaufgaben, die uns Stück für Stück ins Spiel einweisen, oder? Die Heilerin. Fragezeichen. Foto des Tages. Okay, von der Community wahrscheinlich. Okay. Machen wir noch eine Nebenaufgabe? Ja, komm, eine machen wir noch. Noch die Heilerin. Ich glaube, dieses Zappeln kommt nur, wenn man sich zu schnell bewegt und zu viel nachgeladen wird, oder? Weil jetzt gerade läuft es wirklich butterweich. Okay, oder auch nicht. Ja, eben wieder mit den ganzen Charakteren, schätze ich mal. Hä? Was denn? Das war ich...
Was denn? Hä? Aus dem Weg! Ach, wegen denen. Boah, die haben ja richtig Angst vor denen. Was? Wenn du mich nochmal so ansiehst, steche ich dir die Augen aus. Halt! Bleib stehen! Was gehen die machen? Ich hatte dich auch in Sicht, bis du tot warst. Okay. Absteigen war jetzt nicht so schlau. Okay. Für das Volk. Oh, der Esel. Oh, guck mal. Okay, ich denke mal, wir haben jetzt gerade was Gutes getan, oder? Da lebt noch einer. Guck mal. Zwei. Ist der hier denn lieb, oder ist der... Wow! Was? Die sind alle böse! Das war, glaube ich, Banditen gegen Soldaten oder so. Wow! Au. Auf einem Wagen drauf. Was ist denn hier los? Ich weiß jetzt nicht, wer hier der richtige Böse ist, muss ich ehrlich zugeben. Wahrscheinlich alle, oder? Banditen gegen Soldaten? Oh mein Gott. Hundert Münzen, okay. Der haut ab. Ich hoffe, das war keine schlechte Tat, oder? Boah, viele Leute hier rumlaufen, oder? Seht euch mal an. Ist ja der Wahnsinn. Okay. Okay, was machen wir? Wir haben das eine Ziel noch markiert. Ich würde trotzdem ganz gerne hier zur Nebenaufgabe gehen, weil die ja wirklich direkt vor der Nase liegt. Was denn? So ein Windhund, oder was? Rabia. Bayek. Wie schön es ist, dich wieder in Siva zu wissen. Hallo. Ach, die hat uns auch geholfen. Die gute Dame. Oh, mal ganz kurz, bevor wir mit der reden. Hier unten war nämlich auch noch was. Was ist schön hier. Ein Schnabel. Okay. Hier ist nämlich irgendwo etwas. Was? Schatz, plündern 0 von 3. Wo ist denn hier ein Schatz? Rauchen. Ach du Scheiße. Aha. Das war aber nicht der Schatz, oder? Bis jetzt? Boah, ist das gut gemacht. A
das ist ja mal ultra gut. Boah, ist da viel Zeug. Oh, ich glaube, wir können hier reich werden, oder? Bitte nicht totfahren, danke. Okay, das war nur leider keiner der Schätze, oder? Nö. Hallo? Wir müssen in die ganz andere Richtung eigentlich. Also hier soll das irgendwo sein. Da. Okay, das sieht gut aus. Ja. Eine Waffe, okay. Eins von drei. Da ist zwei von drei. Ui, Sichelschwert. Da ist wahrscheinlich 3 von 3. Bayek, ein bisschen schneller bitte. Schneller, schneller. Ui, danke. Oh, sieht das gut aus. Ah ja, da ist 3 von 3. Ein Speer. Okay, das haben wir geschafft. Okay, hier hätten wir auch durchschwimmen können. 150 Erfahrungspunkte, sehr schön. Boah, ist das gut gemacht. Ach Gott, das heißt... Oh Gott. Bin ja geneigt dazu, wirklich alles zu machen, ne? Dann müssen wir wirklich alle Schätze sammeln. Das wird sicherlich Ewigkeiten dauern. Oh Gott, oh Gott. So, erstmal Wasser abschütteln. Okay, wir haben Ausrüstung gefunden. Boah. Nicht so gut wie der Reißzahn, aber ob man gegen Menschen oder Ungeheuer kämpft, die rasiermesserscharfe Sichel dieser Waffe eignet sich hervorragend, um den Feind unvorbereitet zu erwischen. Die war auch noch neu? Einzigartig aus. Ihr Hersteller war erfahren und produzierte eine effiziente und doch unabhängige Waffe. Speer. Ich bin kein großer Speerfreund. Können wir gerne mal mit kämpfen, aber grundsätzlich bin ich halt eher so der Einhänderfreund. Da ist echt eine Sichel dran da oben, ne? Brutal aus. Boah, das ist aber brutal. Okay. Dann würde ich aber sagen, Leute, wir machen die Aufgabe hier doch erst beim nächsten Mal. Was ist das denn hier? Werden wir beim nächsten Mal dann hier anfangen, mit unserer Bekannten aus alter Zeit über die Heilkunde zu sprechen. Denn ich bin ganz sicher, dass wir hier Stück für Stück jetzt noch die einzelnen Herstellungssachen kennenlernen werden. Wir haben hier noch, was für Nebenaufgaben? Eisenschmieden, Versteck, klingt auch so wie so eine Nebenaufgabe zum Lernen. Und die Heilerin eben. Ja. Okay, sind alles so Fotos von der Community. Okay, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's weiter hier bei der Heilerin. Und ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Assassin's Creed Origins. Und das war der erste kleine Einblick in ein wahrscheinlich gigantisches Spiel. Bis zum nächsten Mal, Leute. Jetzt sind wir nicht länger Magi. Fortan nennt man uns Assassinen.